Hallo, ich bin Henrik Schmale, der Geschäftsführer der BEMA Biogas GmbH. Seit 2011 betreiben wir unsere Biogasanlage in Mühlen an der Aller. Das produzierte Biogas wird zum Teil als Biomethan ins Erdgasnetz eingespeist. Zum anderen Teil werden 8 BHKW damit versorgt. Die Abwärme dieser BHKW dient dazu, ein Nahwärmenetz mit 120 Haushalten, der Schule, der Turnhalle, die Feuerwehr und eine Gärtnerei mit Wärme zu versorgen. Guten Tag, mein Name ist Gerd Linneweh, ich betreibe die Gärtnerei Linneweh. Ich habe mich für Nahwärme aus Biogas entschieden, weil das für uns wirtschaftlicher ist und weil das aus regenerativen Energien besteht. Pro Jahr werden ungefähr 90.000 Tonnen Substrat eingesetzt. Aus diesen 90.000 Tonnen entstehen ca. 17 Millionen Kubikmeter Biogas. Diese 17 Millionen Kubikmeter Biogas haben einen Energiegehalt von 85 Millionen Kilowattstunden. 30 Millionen Kilowattstunden werden als Biomethan ins Erdgasnetz eingespeist. Der Rest steht den BHKW als Strom und Abwärme zur Verfügung. Ziel der Bürgerbeteiligung ist es, den Ausbau des Nahwärmenetzes weiter voranzutreiben. Das Beteiligungsvolumen beträgt 1,36 Millionen Euro. Wir bieten 5% Rendite mit einer Laufzeit von 7 Jahren und tilgen annuitätisch. Machen Sie mit, beteiligen Sie sich an unserem Projekt für eine klimaneutrale Wärmeversorgung für Mühlen aller.